Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Was wollte ich sagen? Ja, in der letzten Folge haben wir noch das Katzenklo, glaube ich, hinzugefügt. Was ihm auch noch gesagt wurde, was ich tatsächlich auch vergessen habe. Wir haben keinen Thermostaten in der Wohnung und wir haben kein Geld. Das heißt, wir müssen erstmal zumindest ein bisschen was verkaufen. Muss jetzt nochmal gucken, was wir am geschicktesten verkaufen können. Das Tablet packen wir mal wieder da hoch. Weil wir haben ja gar nicht so viel, ne? Und was kostet ein Thermostat? Thermostat kostet 125 Simoleons. Was würden wir dafür kriegen? 40. 40 sind eindeutig zu wenig. Dafür würden wir 80 kriegen. Ist aber also unsere letzte Weihnachtsdeko, ne? Oder unsere einzige Weihnachtsdeko. Sonst haben wir nicht wirklich was Überflüssiges, ne? Das gäbe 400. Dann verkaufen wir das gerade mal. Weil das ist nur Optik. Und kaufen dafür einen Thermostaten. Mit dem wir dann zumindest ein bisschen die Raumtemperatur einstellen können. So. Wärmer. So, dass wir da nicht immer frösteln. Und was wir auch machen sollten, fällt mir gerade ein. Wir sind ja eigentlich Freelancer. Wir sollten uns aber einen Job suchen. Weil irgendwie funktioniert das hier mit dem Zeichnen nicht so, wie ich das gerne hätte. Weil eigentlich haben wir schon Symbole auf dem Grafiktablet erstellt. Aber es hat es nicht angenommen. So, dann machen wir noch einen anderen Job einfach, der auch ordentlich Geld bringt. Bauplanungsingenieurin. Das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Als Bauplanungs gesucht Nachwuchszeichnerin. Das wäre ja auch was für uns, ne? Wobei wir stricken ganz gerne. Büropersonal. Gibt nur 14 Simoleons die Stunde. Ingenieurin 24. Malerin nur 21. Und da bräuchten wir dann auch eine Schriftstellerin 25 Simoleons. Fastfood-Angestellte, Handarbeiterin, Rettungsschwimmerin, Taucherin. Es gibt zwar ordentlich Simoleonsstunden, aber es geht nur von 7 bis 12 Uhr, also das ist nicht ganz arg lange. Ich denke, wir machen tatsächlich mal Bauplanungsingenieurin. Okay. So, Freelance-Künstlerin, Karriere verlassen. Arbeitsaufgabe Recyclingmaterial erhalten. Soll Alexa Huppertz ins kalte Wasser springen? Ja, machen wir, klar. Arbeit beginnt am Montag um 9 Uhr. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, wo wir was machen können. Kann ich die Aufgaben hier eigentlich auch verkaufen? So, erstmal können wir mit ihr über Träume reden. Ach so, müssen wir irgendwas tun? Recyclingmaterial erhalten. Verwende einen Aufbereiter, um Objekte zu recyceln und Recyclingmaterial zu erhalten. Wo kriegen wir denn den her? Das ist noch die große Frage.
Also, hier können wir mal mit Laserpointer spielen. Hazel, die wecken, die schläft doch gar nicht. Jetzt schläft sie. Dann lassen wir sie schlafen. Dann lassen wir sie doch schlafen. So, das ist eigentlich die bessere Perspektive. Spama, Flo. Du wirst, oh, du bist hundemüde. Dann geh du mal pennen. Dann geh du mal pennen. Besser ist das. Irgendwann müssen wir mal Skifahren gehen. Und irgendwann machen wir auch die Freelancer-Karriere. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Geld. Ohne Moos nichts los. Ah, die können durchrücken. Das ist gut zu wissen. Machen wir mal so. Miau. Ja, das ist auch eine gute Freundin, mit der kann man, bei der kann man auch, wenn sie zu Besuch ist, einfach pennen. Miyogumi. Hi Alexa, findest du toll, wenn so Gruppe. Nein, ich penne gerade. Das ist ein B-Promi, okay. Findet das Gewürzfestival statt, das lassen wir auch. Und pennen erstmal. Ach, da kam die Katze vorher nicht hin. Okay. Gut zu wissen. So, wir sind ausgeschlafen, aber hungrig. Was ist das da? Wegwerfen, bitte. Da können wir auch mal Schüssel leeren und dann Schüssel auffüllen, bevor das schlecht wird und Hazley davon frisst. Müssen wir kurz was essen. So, kochen. Was machen wir denn Feines? Macaroni und Käse klingt immer gut. So, jetzt fröstelt sie auch zumindest nicht mehr. Das ist auch schon mal gut. Jetzt friert unsere Liebe nicht mehr. Ja, Kochskills sind noch verbesserungsfähig, eindeutig. Sehr eindeutig. Da kann man wirklich noch einiges herausholen. Aber muss sein, ne? Wir müssen es ja lernen, langsam aber sicher. Auch erstmal aufs Bett setzen, das kann man auch machen und da essen. Warum sollte man den Tisch nutzen? Angespannt, weil Angst vor Gewitter, auch so draußen tobt ein Schneesturm. Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht viel gegen tun. Ist dann halt so. Badewanne haben wir keine, ne? Nee. Ach stimmt, die haben wir verkauft und dafür haben wir das Katzenklo gekauft. So, ist mal ein bisschen schneller. Danach können wir dann noch mit Hazley spielen. So. Ach, sie ist noch am Essen. Ich dachte, sie wäre fertig damit. Jetzt ist sie fertig damit. Räumen wir noch bitte mal auf, meine Liebe. Und dann können wir mit, können wir kennenlernen, streicheln und Aktionen, Tierpflege, freundlich, mit Laserpointer spielen, genau. Warum stehst du jetzt da rum? Ich hoffe, du kannst dich noch bewegen, meine Liebe. Ja, tut sie. Tut sie.
dauert es eigentlich, bis Hazely älter wird. So heavy. Es gewittert. Vielleicht sollten wir hier nochmal ein bisschen zeichnen. Oder auch nicht. Ich habe gar nicht so viel Geld, sehe ich gerade. Geschenk. Öffnen. Gucken wir mal, was es da für eines gibt. Haben wir vielleicht auch noch ein bisschen was, das wir verkaufen können dann, ne? Und stricken können wir. Das ist ja unsere Leidenschaft. Stimmt ja, stricken können wir. Ach so, und ich hatte überlegt, ob wir noch ein zweites Kätzchen holen, ne? Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Haushalt. Irgendwo kann ich es doch adoptieren. Katze. 200 kostet das. Ja, da müssen wir noch mit warten. Aha. Eindeutig. Oh, I'm back. Yes. Universität. Florid. Da können wir, ob wir noch nebenher studieren können. Geht es nebenher? Wahrscheinlich nicht, ne? Was haben wir denn jetzt gekriegt? Oh, sie muss duschen, sehe ich gerade. Mach das bitte mal. Ein Messerblock. Oh, okay. Den können wir aber schön hier hinstellen. Blöpp. So. Bissel Deko schadet nie. Stricken wollte ich noch, ne? Stricken. Jetzt haben wir auch das angefangene Strickobjekt. Blau-weiße Bärenmütze. Das hat nämlich letztes Mal auch gefehlt. Also das war irgendwie, war das verbuggt. Das konnte ich nämlich letztes Mal nicht weitermachen. Oh, Katzi muss mal. Oh, was kostet denn das Messerset, wenn wir das verkaufen würden? Muss mal gucken, wenn wir das nämlich verkaufen. Vielleicht können wir da noch eine zweite Katze adoptieren. Dass die zwei Beschäftigung haben miteinander. Ja. Und einmal wegmachen. Sehr gut. Achso, dann machen wir das kurz mal weg. Das machen wir danach dann nämlich. Ich muss erstmal wissen, was das, was die Messer kosten. Aber können wir vielleicht tatsächlich noch eine Katze adoptieren? Das fände ich eigentlich ganz nett. Dass wir ein bisschen Gesellschaft für Hazely haben. Dusch mal was schneller, meine Liebe. So. Jetzt machen wir kurz Pause. Weil ich will jetzt wissen, was das an Geld bringt. Plopsy anbieten. Ich kann das gar nicht so verkaufen. Ah, ich hole Nuss. Für 30. Das machen wir mal und dann holen wir uns eine Katze. Und dann holen wir uns eine Katze. Haushalt, adoptieren, Katze. Und dann stricken wir. Ja, und aufs Klo müssen wir auch noch. So. Bis zu 3 Tiere kann man sich aussuchen. Weiblich. Nimm mal sie noch mit dazu, eine Siamkatze. Kastriert. Oder wir nehmen sie dazu. Weil dann kann es vielleicht mal Katzenbabys geben. Nehmen wir Cashew dazu.
Gucken mal, was der meint. So, ne, durch Scherzgeschenke ersetzen machen wir nicht, aber wir gehen aufs Klo. Das müssen wir nämlich. Ah, und du bist die Agenturdame, oder? Freundlich vorstellen. Please. Roby! Sure. Wie, du kannst da nicht raus? Limba? Huh? Fiorba! Fiumo! Was ist denn das für ein Problem mit der Tür da? Sinekay! Was hat sie ein Problem mit für ein Problem mit der Tür? So, freundlich vorstellen. So, so. Iara, Iara. Iobamativo, Hibernay. Bane Trip, huh? So Yanabi wollte ich. Verrobe? Fini, fini. Zombisi. Moi bim, yes. Rogaba. Hennaborf. So, Verrobe. Backpfeife geben. Spino. Beste. Schöne Besuch. Brahe? Crumbo Noosh, Glona Mog. Das ist Adoptionsbewertung. Zori? Blarbin Thori. Mehr Auswahl. Neba Wava. Freundlich. Leave Saba. Tier vorführen. Yesua. Tier vorführen ist doch bestimmt kein Fehler, oder? Wenn es um Adoptionsbewertung geht. Waxendor. Ja, Norfa. Flomor. Bagoni. So, hat die Comedy-Fähigkeit erworben. Was machst du? Durchsucht einfach mal meinen. Sie ist ein bisschen neckisch, die Kleine, ne? Durch Scherzgeschenk ersetzt. Verdisch. Rixel Kimba. Smine Thurzo. Finjip Famesh? Ugh. Muchi Peachy. Kennenlernen. Kennenlernen ist doch bestimmt kein Fehler. Stevie Bork. Corbo. Hannah Bulla. Snurves Naba. Poneil. Sibel Yosef. Ah, Shursa. So. Kind des Meeres ist sie, okay? Meerjungfrau? Hina Ziffel. Zerpo Noosh. Mona Corbo. Darkum Zima. Fragen, ob Meerjungfrau ist. Nach Tag fragen. Wie lange dauert die Adoptionsbewertung? Wenn ich die beende, ist das dann abgebrochen oder kriege ich dann das Tier? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe schon mal eins adoptiert, aber das ist schon so lange her. Ja, wie es ausgeht, meine Lieben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.